Ach, jetzt. Auf Klassenfahrt fährt. Ist doch logisch. So, schauen wir mal rein, Leute, was uns hier erwartet, Alter. Auf geht's. Puh. Rhino, shish. Ich habe einfach wieder komplett vergessen, um was es geht, Digga, wirklich, ne? Also, das ist einfach auch, es passiert momentan so viel, der Storystrang, Wahnsinn. Ich habe noch jemanden mitgebracht. Ah ja, da war ja was. Oh! Das ist die Madison, unsere neue Studentin. Hey, Bro. Hi, hi. Hi, Madison. Ich glaube, du brauchst eine Uniform. Wir alle tragen hier Uniforms. Es wäre cool, wenn ihr mir zeigen könntet, wie man cool wird. Frau Bra, ich komme. Ah, der unangenehme Film war das. Ja, ja, ich erinnere mich. Das war das, ne? Ja, ja, klar, okay, ich verstehe schon. Gut, ja, weiß ich nicht. Also müssen wir, muss ich jetzt ehrlich sein, müssen wir uns das reinziehen? Absolut, Digga. Zocker Lukas, Lucky oder Luke, danke für eure Subs. Mich kotzt ja überan, dass einfach das, dass das Originallied nicht mehr da ist, ne? Das nervt mich einfach kolossal. Seltsame Aufnahme. Auch sau unangenehm, Digga. Sieht einfach aus wie Schlaganfall. Wer ist er? Habe ich da irgendwas verpasst? Warum ist er jetzt wieder da? Oh. Titti, ich mein Tesla. Titti, ganz genau. Wie ich sehe, lebst du nach der Bitch-Bibel von Katja, hä? Sagt dir das was? Natürlich sagt dir das was. Habe ich schon mal gehört, ja. Ja, also ich versuche die ganzen Mädels aus der Klasse zu deiner Bitch-Religion zu bekehren, richtig? Mhm. Darum geht's mir nicht. Sondern? Es geht mir um das Selbstbewusstsein der Frau und dass jede sich kleiden kann, wie sie möchte. Also schlampig, so wie du. Na, so, darum geht's in dem Buch nicht, Herr Detektiv. Es geht um die Lebensgeschichte von Katja und das hat sie in dem Buch, finde ich, sehr, sehr gut aufgearbeitet. Tschüss, hä? Hä? Nuttig, hä? Ja, klar, jedem selbst. Klar, sicher, sicher. Ich meine, ich find's cool, aber sicher. Komm schon. Ah, komm, lauf nicht weg. Hast du Hortensia, also hast du sie weil sie nicht zu deiner Bitch-Religion bekehrt werden wollen. Was ist denn hier passiert, Alter? Habe ich irgendwas verpasst? Hä? So geht dieses Ding nicht. Ah ja, der wird jetzt cool gemacht, ne? Wo hast du das her? Was ist das? Von meiner Tante. Von deiner Tante? Ja. Alter, was stimmt nicht mit dir, wirklich? Oder das? Ist das hier oben einfach? Also, wo hast du das her? Was ist das für Müll? Flohmarkt. Flohmarkt? Ja. Also manchmal frage ich mich, ein Hemd. Warum trägst du das Hemd? Das ist ja die Schuluniform, also denke ich, dass man das tragen muss. Wir halten uns nicht an Regeln. Okay. Die Regel als Fuckboy ist keine Regel, verstanden? Okay, also die Regel als Fuckboy ist keine Regel, das heißt, es wird ohne Kondom gebumst. Das war's an der Stelle dann auch komplett. Keine Regel, ja. Keine Regeln. Okay, keine Regeln, Boss. Oh mein Gott, das ist ein langer Weg. Also ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht, ja? Digga, dieser Typ, absolut behindert. Erstmal eine ordentliche Cap. Verstanden? Die musst du gleich mal anziehen. Und ein T-Shirt von Moonvibe. Das kann man immer tragen. Das ist krass. Das ziehst du jetzt erstmal an, okay? Ja. Und dann geht's weiter. Alles klar, zieh dich um. Fünf Minuten später. Alter, sieht einfach aus wie Jonas Ems, Digga. Geistkrank gut gekleidet. Das macht schon mal einiges. Das ist schon mal nicht so schlecht. Körperhaltung. Jetzt komm nochmal hier vor den Spiegel. Körperhaltung. Erstmal Bauch rein. Schulter nach hinten, Brust raus, Hände vor dem Genital, ja, richtig. Jetzt stell dir vor, mit deiner Zunge leicht gegen den Gaumen, als würdest du ein L sagen. L, dass der Mund leicht offen ist. Der Mund, ja, genau. Und jetzt stell dir vor, du guckst immer in die Sonne, so leicht zu, ja. Das wird langsam, hast du ein Handy? Ich weiß nicht, Digga, das sieht einfach aus wie ein Schlaganfall, Bro. Ist super wichtig. Respekt, zwei Streams, weil der Kekwe. Klar, iPhone 10. Ohne Schutzhülle. Augen in die Sonne. Ohne Schutzhülle. Alter, als Fuckboy, das Wichtigste, was du haben kannst, ist ein Handy. Ja, Mann. Und ja, dann Mann. Schützt du das nicht? Ja, Mann. Snapchat, Nudes, Nacktbilder, Videos. Wenn du abends auf einer Party bist, komplett betrunken und irgendwie noch schnell ein Girl abchecken musst. Und dann, stell dir vor, du bist betrunken, du bist high. Ja? Mhm. Und dann, was passiert immer, wenn man betrunken ist? Handy fällt auf den Boden, immer. Und dann ist dein Augen. Ich glaube, da hilft Rhino Shield. Ich habe das Gefühl, das würde da jetzt genau Rhino Shield helfen. Dann ist dein Handy kaputt und du möchtest noch ein Girl klären. Was machst du dann? Was machst du dann? Ja,
Rhino Shield Schutzhülle. Die einzigste sinnvolle Lösung. Du machst sie drauf, ganz easy. Mhm. Und dein Handy ist eigentlich unbreakable. Es ist kein Problem. Hast du es kaputt gemacht? Quatsch, es geht nicht kaputt. Hast du nicht zugehört? Das ist eine Rhino Shield Hülle. Es geht nicht kaputt. Das funktioniert doch. Ja. Ganz kurz noch. Und jetzt betrunken Girls klären. Easy. Baba, es gibt einfach Lifehacks, die nicht mehr kennen als Fuck. Geisteskrank. Ja, langsam wird's, ich sag's. Im Leben gibt es Alphas und Betas. Mhm. Und ich war lang genug weder A, also Alpha, noch B wie Beta, sondern C wie Obercringe. C wie, ja. Also das C steht für das Cringe. Ja, ja, Bro. Von dem C, egal, das wird sich jetzt ändern. Ihr werdet schon sehen. Übrigens auch ein kleiner Geheimtipp, in den nächsten 48 Stunden habt ihr die Chance auf 25% Rabatt auf alle Rhino Shield Produkte. Ihr müsst einfach nur den Rabattcode aus der Videobeschreibung benutzen. Den werde ich auch gleich benutzen. Ich feiere das richtig, werde mir noch ein paar Produkte holen. Also schön in der Beschreibung den Rabatt. Das ist krass 48, weil es macht ja auch vollkommen Sinn, Digga. Das ist der Code krass 48 ist bei 25%, absolut. Code checken. Timmy, TJ ist mit Abstand meine größte Herausforderung bisher. Mhm. Und ich glaube, am Ende werde ich das auf jeden Fall hinbekommen, dass alle Girls voll auf ihn abfahren. Ja, Mann, ja, Mann. Ich weiß, es ist momentan unvorstellbar. Mhm. Aber wenn ich mir was vornehme, dann schaffe ich das auch. Ist schon immer mein ganzes Leben lang so gewesen. Ein Pals, willkommen. Dankeschön, Classic Jacob. Warum ist die so lost und rennt durch den Wald? Was ist mit ihr? Ah, da ist diese fette Akani. Wie süß, Junge. Mir auch so passiert. Ich bin durch den Wald gelaufen, Akani gefunden. Pff, ich weiß auch nicht mehr. Die Gage bei Krass-Dassenfahrt war ganz wild, Leute. Ich hab da im Gebüsch einen Hund gefunden. Ich weiß nicht, bist du Heidi? Nee, ich kenne keine Heidi, ich bin Nala. Ah, Nala. Ich weiß nicht, was ich mit ihr jetzt machen soll. Du hast es einfach hier gefunden? Das? Ja, einfach da hinten. Ich wollte gerade ins Haus. Echt? Ich war hier schon öfters, aber ich wollte jetzt gerade wieder joggen gehen. Aber mitten im Wald, ohne auf dem Weg. Natürlich geht man mitten im Wald joggen. Ist ja eigentlich absolut gar nichts. Ja. Meinst du, die gehört irgendwem? Ich weiß nicht. Aber wir können sie einfach behalten, oder? Als Haustier? Ja. Für uns? Ja. Oh, wie süß. Einfach fetter Akani, Junge, ich sag's, wie es ist. Oh mein Gott, Alessio wollte mir einen Hund schenken, wenn wir im Sommer zusammenziehen. Und jetzt haben wir einfach einen. Ich wollte auch schon immer einen Hund haben, aber ich war Einzelkind und ich war schüchtern. Aber dieser Hund, der könnte mein Leben verändern. Denkst du, Frau Brales, du musst behalten? Oh, sie darf davon nicht erfahren. Ja, am besten bringt ihr Frau Bra schnell um, damit der Hund überleben darf. Fresh! Niemand darf von Pommes wissen. Pommes, Eier. Pommes? Pommes, passt doch, oder? Oh, okay. Ja. Wie oft gab es schon diese Szene, dass zwei Mädchen eingeschüchtert auf dem Bett saßen bei Krass-Klassenfahrt, Digga? Aber Tesla, warum sollten wir jetzt eigentlich herkommen? Ich habe eine Revolution geplant. Eine ganz neue Bewegung, nach der wir ab jetzt unser Leben leben werden. Werd ab Tesla, also auch an der Stelle jetzt geisteskrank geworden, feier ich. Ist das die Bitch-Bibel? Ja. Nein. Das hier. Das hier ist die Bitch-Bibel. Die von Katja. Krass. Wow. Gib mir deine Keys zu den Benz. Sie nennen mich eine Boss-Bitch. Stöhnen beim Sex nur meinen Namen, bis die ganze Nachbarschaft ihn auch kennt. Hier, liest du vor. Keine Ahnung, also ob da jetzt... Also, ob da jetzt wirklich... Ach, man könnte schon eine Religion draus machen, doch. Gestern waren es die Palmen. Jetzt sind die Titten aus Plastik. Ja, Mann. Laufen Gucci auf Asphalt. Ja. Weil sie haten, aber machen nix. Ja, Mann. Es wird jetzt wild, so wie im Sexfilm. Ja. Ich finde es sowas von heiß, ja, wenn du mir in meine Pobacke knallst. Mhm. Oh mein Gott, wie inspirierend. Fühle ich auch, ja. Tatsächlich steht das in der echten Bitch-Bibel nicht drin, aber ich fühle das. Das sind die Worte unserer neuen Göttin. Nach denen werden wir uns jetzt richten. Okay. Sau weird. Hi. Was ist denn hier los? Wollt ihr mit dem Whirlpool? Ja klar, wir haben Lust. Vielleicht
gehen wir heute raus. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Eieiei, ui. Neo Moni, danke schön, Bro, für das Abkuss. Ich will meinen Film gucken. Jo, ich hab Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mhm. Schämst du dich für mich? Ich? Nein, nein, warum sollte ich? Weil es wirklich nachvollziehbar wäre. Ich meine, der Typ ist 23, trägt so eine komische Kappe. Also der muss ja komplett cringe sein, wenn man so eine Kappe anhat, oder? Keine Ahnung, also irgendwie. Ja, ich verstehe, dass er sich dafür schämt. Ich weiß nicht. Es tut mir wirklich leid. Was ist das für ein Film im Hintergrund, Digga? Willst du deine Beziehung mit mir führen? Das klingt ganz, ganz seltsam. Ich finde, wir sollten erstmal den Film gucken, ja? So, ich weiß, ich bin gespannt. Mal gucken, was passiert. Okay. Oh mein Gott. Was? Was ist, Digga, was passiert jetzt? Was ist los? Jo, hör! Du Ausländerschlampe, was suchst du überhaupt in unserem Land? Oh weia. Ach du Scheiße. Wer war das? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ach. Wie gemein. Du Scheiße. Es ist, als hätte Adolf Hitler plötzlich WhatsApp. Ja, gut. Ich meine, ich weiß echt nicht, wer meiner Fatima sowas schreibt. Aber das geht wirklich gar nicht klar. Ich will ja für sie da sein, sie beschützen. Aber ich habe Angst davor, dass wir nie ein richtiges Liebespaar werden. Ich weiß nicht, ob jetzt hier ein Hitler-Vergleich angebracht gewesen ist. Generell sind Hitler-Vergleiche immer sehr, sehr schwierig. You started a fire. Der Bikini ist aber voll schön. Ist der neu? Danke, ja, kurz vor der Klassenfahrt noch gekauft. Aber deiner ist auch voll schön. Ich mag das Rot richtig an dir. Ja, hab ich mir auch kurz. Die hat kein Bikini an, oder? Ist das ein Bikini? Ach, scheiß drauf, Digga. Vor der Klassenfahrt geholt? Ja, ist auch das Beste. Aber ich mag das wieder auch total gern. Ja, schön. Herein? Ja. Oh. Ich muss mal kurz mit dir reden, Lorena. Ja, komm rein. Ja. Ich geh schon mal vor zum Pool. Ja. Ja, du kannst gehen. Ich erlaub's dir. Sau weird. Das Bett ist nice, bequem. Willst du nicht herkommen? Nee, was hast du denn eigentlich an? Ist die IRL nicht 17 oder so, oder habe ich da irgendwas vercheckt, Alter? Das sind doch gar nicht deine Schuluniformen, oder? Ja, das hat mir Stanley gegeben. Ist über nice, so Markenklamotten, Status. Ja, Digga, das meine ich nämlich auch. Also da auf jeden Fall eine schwierige Nummer, Jonas. So. Status? Ja. Ist dir das jetzt wichtig? Ja, Stanley hat das gesagt, ja. Wieso das denn? Du veränderst dich voll. Status ist doch komplett irrelevant. Ja, Mann. Aber ist sowieso egal. Ich gehe zum Pool. Genau, rein in die Whirlpool. Hat eigentlich gut geklappt, die coole Nummer. Muss ich ihm sagen, stand ihm auch wirklich. Also da hat er auch wirklich gut rasiert. Hey Lorena, dich lege ich auch noch flach. Wird Stanny das sagen? Bitch, du hast gar nichts zu sagen, dich lege ich auch noch flach. Ja, schön reingönnen, ne? Ja! Wer nervt denn jetzt schon wieder? Ja. Was ist denn los, Jojo? Also, es ist was ganz Furchtbares. Ja. Fatima bekommt diese Nachrichten. Sie wird als Ausländerstampe bezeichnet. Ja, und ich wollte mich gerade hier ausruhen. Ja, und noch viel... Frau Bra ist wirklich einfach eine tolle Lehrerin. Man kann sagen, was man will, die macht ihren Job wirklich, wirklich gut. Schlimmeres, ich meine, das sind Sie wird als Ausländer beleidigt. Ja, aber
Ich will hier gerade ein bisschen chillen, also komm, hör mal auf mit deinem Problem. Geh mal weg. Rassistische Beleidigung und ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Und ich wollte mich immer noch ausruhen. Ja, Jojo, es ist echt gar kein Problem, wirklich. Es ist alles in Ordnung. Aber es gibt schlimmere Sachen im Leben. Das nein, ist gar so. Kein Ding. Und deswegen bin also ich jetzt ja. Moment, mein Handy klingelt. Was? Das ist Revi. Okay, Ja, aber oh. Es geht ja jetzt um Fatima. Ja, und ich muss jetzt kurz ans Telefon. Was ist wichtiger? Telefon? Aber die Nachrichten, was nein. Machen wir denn? Und was mach ich denn? Jetzt muss ich beeilen. Schau, wie ich aussehe. Das geht überhaupt gar nicht klar. Ich meine... Jo, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss Fatima. Jetzt ein Telefon abführen. Aber was, wenn sie sich was antut oder jo. So? Tschüss, ich muss jetzt ran. Ei, ei, ei. Was ist da los? Okay, okay. So. Hi, Revi, wie geht's? Telefonat erinnere ich mich nicht. Moment mal. Das wurde so geschnitten. Das ist alles gar nicht real, was in der Serie passiert. Ey! So easy to be us. We'll all go south from... Diesen Raum habe ich nie gesehen mit den Waschmaschinen. Timmy! Psch, Alter, ist es irgendwie dein Fetisch, dich oder andere Leute in einen Schrank einzusperren? Nein, ich sperre mich in einen Schrank, um Hortensia zurückzugewinnen. Absolut. Clevere Idee. Ich glaube, das wird hundertprozentig funktionieren. Und das ist dein Herz. Nein, nein, nein! Auf keinen Fall, bitte. Stanley ist der Teufel in Person. Er denkt nur an sich. Mhm. Okay, okay, warte mal kurz. Erstmal, ich bin nicht Timmy, sondern ich bin TJ. Und zweitens, glaube ich, du bist nur neidisch, weil Stanley nicht nur mit dir, sondern mit mir abhängt. Kann das sein? Zurück in den Schrank mit dir. Was machst du jetzt? Ich gucke das neue Video von Unsympathisch TV. Ich bin der größte Fan und ich verpasse kein einziges Video. Alles klar. Also im Klass-Krassenfahrt-Universum scheinen wir ja auch als YouTuber zu existieren. Glaubt ihr, im Krass-Klassenfahrt-Universum gab es auch so Dinge wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg? Weil er hat ja auch eben Hitler erwähnt. Also glaubt ihr, dass das Krass-Klassenfahrt-Universum relativ nah an der Realität dran ist? Also eine fiktive Realität, die realitätsnah ist? Und glaubt ihr, dass es in der Krass-Klassenfahrt-Universum dann auch Montana Black gibt? Und wenn es Montana Black gibt, gibt es dann auch Knossi? Und wenn es Knossi gibt, gibt es dann auch Casinos? Und wenn es Casinos gibt, gibt es dann auch Las Vegas? Und gibt es auch Jonas Ems als YouTuber? Eine Sache weiß ich. Ich hoffe, dass es im Klass-Krassenfahrt-Universum nicht Evive gibt. Darauf hoffe ich. Oh, krasses Auto, Digga. Krasses Auto. Haben die den Sound da eingefügt? Warte mal. Geile Karre. Frau Bra, ey. So geil, Mann. Frau Bra. Ich habe sehr viel von so Sachen getrunken, wo man so schütteln muss. Jetzt komm ich. Oh yeah. Das hab ich mir nicht gewünscht, diesen Entry, ne? Das haben die gemacht. Die haben gesagt, Revi, wir lassen dich cool aussehen. Ich bin einfach nur normal ausgestiegen und das ist dabei rumgekommen. Kann ich ja nichts dafür, dass ich einfach immer krass aussehe, ne? Frau Bra! Ich komme. Ja, ja. Geil. Bro, da ist kein Wasser drin. Nippel sind in Ordnung, es ist eine Poolszene. Mir ist was geht. Alter, ich bin im siebten Himmel. Nice, dass ihr da seid. Naja, du hast uns auch eingeladen. Ihr seht toll aus in euren Badeanzügchen.
Badeanzügchen. Digga, oh mein Gott, Alter. Leider Feminist schon wieder. Ne? typisch. Ja, so bin ich. Sag mal, weißt du denn überhaupt, was einen Feministen so bezeichnet? Natürlich, so eine Frau und ein Mann im Bett, so. Ja. Genau, Bro. Mögen sich gleich ungefähr so. Habt ihr gehört? So ist das, oder? Ja, so ist Feminismus doch, oder? Spielt sich natürlich im Bett ab, klar. Ja. Feminismus spielt sich immer nur im Bett ab. Digga, also die haben dieses Mal, also das ist eine ganz wilde Staffel. Es gab einen Hitler-Vergleich, es wird über Feminismus gesprochen. Es gibt Rassismus plötzlich hier. Also diesmal sind sie full and edgy gegangen, Digga. Wirklich. Ja, nein, aber jetzt for real, so ist natürlich Gleichberechtigung und die Frau soll nicht so als Sexualobjekt angesehen werden. Ist ja klar. Aber ist das nicht irgendwie... Weiß ja jeder. Ist das nicht ein Widerspruch zu deiner Beziehung mit Olivia? Also ihr habt euch ja immer wieder getrennt, nur weil du sie nicht ins Bett bekommen hast. Ach gut. Also... Ja. Ja, das Olivia, es war so eine Sache. Schwieriges Thema. Da war auch noch viel mehr irgendwie dabei, so. Es ist einfach... Es hat einfach nicht mehr gepasst. Und außerdem ist sie ja auch gegangen, ne? Irgendwo war es dann auch nicht mehr meine Schuld. Aber, Fly, ja. Was würdest du denn jetzt dazu sagen, wenn ich einfach vorschlagen würde, dass wir hier zusammen Vierer haben könnten? Da sagt Fly sicherlich... Oh, hab ich Bock. Hast du zufällig so einen kleinen Hund gesehen? Du hast ziemlich Dreck am Stecken. Ach du Scheiße. Steckst so tief in der Scheiße. So tief. Ach du Kacke. Grundsätzlich erstmal eine Grundregel beim Chatten. Ja. Frauen wie Schmutz behandeln. Mhm. Und du siehst mal wieder nur den weich gewordenen Georg. Ich habe auch Sekt mitgebracht. Sollen wir was trinken? Vielleicht oben aufs Zimmer oder so? Ich weiß nicht. Lala. Ey, die ist ein TV-Star, Alter. Ein paar Tage habe ich die im Bett, ich schwör's dir, Mann. TV-Star kommt auch noch. Wild. Wild.